Willkommen Leute, euer Gonzo hier und ich versuche mich nochmal im Ranked. Ihr seht, ich bin im Bronzebereich und laut den Kommentaren ganz klar, weil ich Anfänger mit ihren Starterdecks kaputt hauen will mit meinem Access Code Talk, weil mein Deck besteht natürlich nur aus dieser einen Karte. Und deswegen ist das ganz klar abzusehen, wie die Duelle immer enden. Schauen wir mal. Das hat's Falle. Das als Setup. Mal gucken, was in der nächsten Folge. In der nächsten Folge Yu-Gi-Oh! Was in der nächsten Runde noch herumkommt. Ich könnte jetzt auch komplett zerstört werden. Das ist auch diesmal komplett live, also nicht aufgezeichnet aus einem Live-Duell. Oh! Zerstört meine Falle! Also das ist kein Online-Duell, was ich abgespeichert und dann nochmal aus dem Archiv raussuche, was ja möglich ist in Master Duel. Ein Raigeki und er hat nie mal irgendwas auf der Hand. Okay, wie gehen wir weiter vor? Möglichst viele Monster aufs Feld bringen. Wie mache ich das? Ich nehme den Müllsammler, schicke ich aufs Feld. Und der sammelt den Firewall-Wächter erstmal wieder ein. Und zurück mit dir. Ah, Mist, einen Kombo-Starter kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ne? Mit dem könnte ich wieder ein Monster auf die Hand nehmen. Ja. Wieder aufs Feld schicken. Ja. Genau. Ich wollte ja nicht auf die Hand nehmen. Ich hätte auch Debug-Käfer nehmen können. Dann hätte ich jetzt eine Karte raussuchen können. Hätte mir aber nichts mehr gebracht. Ich habe bereits alle Karten auf der Hand. Aber eine weitere Beschwörung ist sehr hilfreich für mich. Damit können wir den Firewall-Wächter wieder aufs Feld schicken. Wunderbar. Und jetzt sollte ich mein Setup haben. Ja. Gut. Starten wir. Direkt haben wir hier den Firewall-Exceed-Drachen. Ne? Ich mag den ja. Ich finde den total cool. Aber er kommt einfach nicht zum Einsatz. So, wir linken den Firewall-Wächter weg. In der Hoffnung, dass er gleich wieder zurückkommt. Ich habe ja auch den Firewall-Drachen tatsächlich im Deck, aber der kommt auch nicht zum Einsatz. Selten. Oh, was macht der Gegner? Was macht der Gegner? Nein! Vom Grab gerufen. Direkt mal meine ganze Combo zerstört. Ich wurde einfach zerstört. Ja gut. Ja gut, das sieht schon mal nicht gut aus, ne? Ist schon mal nicht gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal schauen, wie wir hier weiter verfahren können. Den Balance Lord haben wir noch. Und natürlich meine Handkarten, die sich weglenken lassen. Einfach mal meine Combo zerstört. Aber ist ja wahrscheinlich ein Anfängerdeck. Das ist wahrscheinlich ein Starterdeck, wo ihr gerade diese Ultra Rare Karte. Da ist natürlich in jedem Starterdeck dabei, ist ganz klar. Diese vom Grab gerufen. Hat ja jeder dabei. Ne? Jeder, von Anfang an, jedes Starterdeck. Da ist die Kritik schon berechtigt in den Kommentaren. Also wirklich. Nur Starterdecks hier. Mal sehen, ob ich trotzdem gegen ankomme. Wähle eine Karte, die auf den Friedhof geht, natürlich. Das hätte dabei noch stehen können. So, wir holen den Mikrocoder aufs Feld, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre. Wir wollen eh nur eine Zauberkarte haben. Ah, was kommt jetzt? Ha, nichts mehr. Ha, da machst du nix. Gut. Huiuiuiui. Okay.
zumindest noch den Transcode beschwören. Mit Mikrocoda. Der Effekt ist aber ein bisschen anders, wenn er vom Feld weg gemikrocodiert wird. Da muss ich gerade drauf achten. Denn ich denke, jetzt darf ich nämlich auch Monsterkarten raussuchen aus dem Deck. Das will ich, glaube ich, nicht. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich würde schon... Ah, ist eine Fallenkarte. Wie sehr muss ich mich schützen? Ich überlege, was ich brauche. Weitere Karten ziehen, bringt das wirklich was? Na, jetzt werden mir auch diverse Monster angezeigt. Was ich brauche, sind natürlich die Zauberkarten. Hier die, falls ich noch ein... Na, werde ich nicht machen. Das hier eventuell, um meine Monster zu schützen, ja. Okay. Cyanide-Optimierung wird aktiviert. Dann kann der Gegner keine Fallenkarten aktivieren, wenn ich angreife, zum Beispiel. Wir wissen ja nicht, was die verdeckte Karte ist, die da liegt. So, jetzt haben wir gerade noch genug für den Trigate. Ja. Ich bin sehr gespannt, was er noch hat, weil jedes Mal angezeigt wird, er könnte reagieren. Den Trigate. Ach Moment, die wird ja zerstört. Die geht ja weg. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Ich aktiviere den Effekt und darf jetzt eine Karte verbannen. Leider kriege ich meine dritte Karte nicht aufs Feld, weil mir natürlich Karten fehlen. Oh, er neutralisiert einfach meinen Effekt. Hat er gerade... Was? Hä? Naja, okay, die Effekte brauche ich ja nicht mehr. Hätte er die einzige Karte bereits benutzt? Okay, egal. Egal. Unnötiger Move. Frontal in Angriff. Ja, wird knapp, ne? Wird knapp. Er strauchelt mit 200. Jetzt wird es spannend. Kann er mich komplett zerstören? Wenn er meinen Transcodier zerstört, dann vielleicht. Wenn er Trigate zerstört, holt Transcodier ihn wieder zurück. Mit dem Raigeki zum Beispiel kann er nur den Codiersprecher invertiert zerstören. Jetzt die Frage, ob er ein Mega-Board aufbauen kann. Ja. Okay. Ja. Gut. Ich habe gewonnen. Und natürlich, weil der Gegner nur ein Starterdeck hatte, mit vom Grab gerufen und im Imperium, wie hieß die nochmal? Diese extreme Meta, also diese beiden Metakarten, also dieser, ne? Die Metakarten, die in jedem Starterdeck dabei sind. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug wiederholt, oder? Leute, habt ihr einen Schatten? Echt? Ich spiele hier mit einem Fun-Deck im Bronzebereich, weil ich kaum spiele und viele Fun-Decks habe. Das heißt, ich bin nicht sehr gut da drin. Das heißt nicht, dass ich Leute ausnehme, die gerade mit dem Starterdeck kommen, sondern dass ich selber nicht Meta spiele und keine Metakarten habe. Ich habe weder im... Oh, ich habe vergessen, wie sie heißt. Infinite Impermanence, glaube ich. Die nutze ich nicht. Und auch vom Grab gerufen nicht. Was ist denn mit euch los? Hat noch irgendwer Spaß am Leben? Es ist wirklich irre. So, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut, ciao und bye bye. Euer Gonzo.